Alter, was geht ab, Leute? Hier. Wir fangen das Video an mit einem Miltank Raid. Einer der drei neuen Dreier Raids. Versuche ich natürlich solo. Ich gehe blind rein, keine Ahnung, was ein guter Konter ist. Also, was der beste Konter ist. Ich weiß ja, was gut ist an sich. Miltank ist normal, dementsprechend machen wir meinen Kampf. Bin gespannt. Es war, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe, orange. Also, Solo-Versuch war orange markiert. Wir werden es aber rausfinden. Ich lasse mich überraschen. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr den auch schon solo versucht habt. Und wenn ja, dann wie es ausgegangen ist. Sehe ich aber natürlich erst nach dem Raid. Okay, gleich geht's los. Bin gespannt. Ich habe gestern im Video einen 100er Miltank gepusht. Und leider ist mir da kleiner Fauxpas passiert. Könnt gerne mal reinschauen, ja, was mir da so passiert ist. Schon ein ziemlicher Fehler eigentlich. Aber konzentrieren wir uns jetzt auf den Raid. Okay, Storm. Ist okay. Muss man jetzt nicht unbedingt ausweichen. Immer schwer einzuschätzen. Also für mich persönlich jetzt. Ich kann es eigentlich immer erst ab der Hälfte einschätzen, wenn es gelb wird. Geht er noch durch? Nein, der ging nicht mehr durch. Der ging nicht mehr durch. Okay. Am Anfang sieht es doch ganz okay aus. Also wir werden auch nicht alle sechs Machomai benötigen. Also es ist eine reine Frage der Zeit. Aber ja. Sieht ganz okay aus. Gelber Bereich. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Was jetzt? Entscheid dich mal. Alter, gelb, grün, gelb, grün, gelb, grün. Jetzt sind wir im gelben Bereich. Ich wollte sagen, gelber Bereich. Mit 100 Sekunden, aber dann konnte es sich nicht entscheiden. Ich sag mal, gelber Bereich mit 90 Sekunden. Was mehr als die Hälfte ist. Sprich, wir liegen gut in der Zeit. Sprich, wir sollten es schaffen. Auch wenn jetzt die hinteren Machomais nicht mehr ganz so krass sind. Also was heißt nicht mehr ganz so krass? 98 anstatt 100. Und immer noch Attack 15, also macht es eigentlich keinen Unterschied. Oder 96. Stimmt, ich habe gar keine 98er. Ich habe 100. Also ich habe mehrere 100, aber gemaxt meine ich jetzt. Ich habe 98 übersprungen, 96, 93 und einen alten Kollegen aus alten Zeiten, den ich mal mit hochgezogen habe. Der kann eigentlich mal irgendwann mal ersetzt werden durch einen 100er noch. Also geschenkt ist nicht unbedingt. Ihr seht, das ist unser fünftes Machomai. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Wir schaffen es zwar vor der Zeit, aber es ist jetzt nicht so einer der leichteren. Also es ist schon zu Recht im orangenen Bereich gewesen. So, 20 Sekunden Restzeit. Ohne Zeittrick. Ist solide. Bin gespannt auf Chanerga. Bin echt gespannt auf Chanerga. Alvis habe ich nicht im Kopf. Aber ist auch uninteressant oder egal, zumindest für mich, weil, wie gesagt, ich habe einen 100er gemaxt. Mit einem kleinen Fehler. Oh, irgendwo hier habe ich die Pandya-Quest aufgefangen. Fünf großartige Curveball hintereinander. Irgendwo hier auf dem Weg hier habe ich sie mir gegönnt. Nice. Ich wollte nämlich danach... Ah, ne. Okay, Mann. Doch nicht. Aber was ich abholen kann, ist der Feldforschungsdurchbruch. Auf jeden Fall nach dem Raid gehen wir zu einem Pandya und holen uns das ab. Aber jetzt erstmal ein 100er Geico wäre nice. Ist aber glaube ich nicht. Ja, ja, ja. Das ist mir zu anstrengend. Ja, ja, auf jeden Fall jetzt nicht. Exzellente. Und da ist er. IV-Check.
primitiv mit der Hand, obwohl ich jetzt Kalki-IV habe. Demnächst noch ein Video, wo ich Kalki-IV mit Poke-Genie vergleiche und euch meine Meinung so gebe, was ich besser finde. Defense 15. Aber kann ich vertauschen. Beste Kollegin Oksana braucht noch ein paar. Ja, nimmt sie gerne. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr immer aus der Feldforschung bekommt. Ich habe jetzt eine Menge Suicune bekommen. Ich habe von vielen Leuten gehört, die beschweren sich, die bekommen immer dasselbe, nichts, was sie haben wollen. Es gibt auch eine Menge Auswahl, aber jetzt dann im März zum Glück neue Belohnung endlich mal. So, hier sind wir angekommen beim Stop und der wird hoffentlich gleich vom Pokéball automatisch gedreht. Wird er das? Er wird. Und wir haben ja die Panier-Quest. Zufällig auf dem Weg hier irgendwo noch eine gefunden. Das heißt, ich habe schon mal zwei. Da vorne ist noch eine. Ich denke, ich sammle alle drei auf und dann versuche ich die alle gleichzeitig zu lösen. Dann schauen wir mal. Und ja, und dann schauen wir uns das Panier mal an. Ich bin hier am Bordeaux-Platz angekommen. Wir waren früher immer hier. In letzter Zeit natürlich nicht mehr. 6 Stunden Module kann man natürlich nutzen. Ich musste in der Nähe hier was erledigen. Hab die Module gesehen, dachte ich mir, okay, schaue ich mal hier vorbei. Hock mich hin, esse kurz was, farm nebenbei, beantworte mal ein paar Nachrichten und sowas. Versuch die Panier-Quest zu erfüllen und dann schauen wir mal, was sonst noch so geht. Okay, wir versuchen es mal. Ich habe gerade, glaube ich, eine Serie von 2. Das heißt, ich muss noch 3-mal. Es sind ein paar schwierige Pokémon am Start. Ist jetzt nicht so... Ja genau, perfekt. Ich wollte gerade sagen, ist nicht so leicht. Natürlich am besten bei irgendeinem Raid. Palkia, also legendär. Zum Beispiel. Schauen wir mal, was da alles so am Start ist. Ich habe Owei gesehen. Owei nicht unbedingt. Tuskas? Tuska? Nicht Tuskas, Tuska. Ist, glaube ich, okay. Ah ja. Freue ich mich zu früh? Okay. Ein Wurf noch. Oh Mann. Es ist halt nicht so schwer, aber die Menge macht es halt aus. Man muss halt konstant sein. 5 hintereinander. Ist halt schon eine Sache. Da kann eine Menge schief gehen, der kann auf einmal hüpfen, der kann auf einmal abwehren. Spoink. Spoink, warst du schwer oder warst du leicht? Ah, sieht okay aus. Freue ich mich zu früh? Ich lasse ihn einmal angreifen. Komm, greif einmal an. Genau. Jetzt. Oh, nein. Nein. Fail. Fail! Was war da los? Ja, so hätte ich werfen müssen. Oh mein Gott. 4 neue Versuche, Leute. So, Leute. Nach mehreren Fehlversuchen sind wir wieder da. Ich habe, glaube ich, 3. Sprich, Snubbel und Pummeluft müssen es werden. Die Aufgabe sollte man echt nicht unterschätzen. Es kann so viel schief gehen, so wie jetzt wieder. Alter, ich habe das jetzt schon so oft gemacht. Die Aufgabe ist echt krass, Mann. Okay, Leute, nach etlichen Fehlversuchen, ich weiß gar nicht, wie viele ich euch zeigen will. Oh mein Gott, das ist ein Fleckmon. Sind wir wieder angekommen bei 4. Das ist der 5. und ist ein Fleckmon. Fleckmon, der Kreis ist relativ groß. Ich werfe einfach mal. Oh mein Gott. Alter, das war abnormal, wie lange das gedauert hat. So viele Fehlversuche. Jedes Mal bei 4 angekommen. Und dann wirfst du und dann passiert irgendwas. Er weicht aus, er hüpft, er springt zur Seite. Du schmeißt den Ball zu leicht, du schmeißt den Ball zu fest. Alter. Endlich, Mann. Das war Leiden pur, Mann. Sowas nenne ich richtig leidend, aber es hat sich hoffentlich gelohnt. Pandir, Herzform. Check. Ich habe keinen Bock mehr auf Curvebälle, großartige Curvebälle, oder? Das war heftig, Mann. Vor allem, wenn man es will, dann erzwingt man es ja so und dann ist man irgendwie so steif und dann läuft nicht so. Wenn man einfach so wirft, dann ist ein bisschen lockerer. So. Ich boykottiere die Curvebälle bei den Pandia jetzt. Das war einfach zu leidend, Mann. Und der letzte. 100? Leider nein.
Aber gar nicht so schlecht für ein 15. Naja. Okay, das war's erstmal von mir, Leute. Ja, das war's erstmal wieder von mir und von dieser Folge. Miltang Solo, Chanerga als nächstes und was war das? Vati, genau. Die zwei fehlen noch. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann sind heute auch wieder X-Rates. Also euch viel Glück, viel Erfolg. Ich gönne euch einen 100er Deoxys, aber mir gönne ich es mehr. Und dann am Samstag natürlich Quickest Sea Day. Auch da viel Erfolg und viel Spaß. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Ah ja, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr die Pandir-Quest auch so leidend findet. Oh mein Gott, war das leidend. Aber das war's von mir. Wo war ich denn geblieben? Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.